Hallo Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mit einem eher kurzen Video zur Erklärung, wie ihr wirklich schöne, glatte Oberflächen bekommen könnt. Die beiden Projekte kennt ihr aus vorigen Videos, die sind noch gar nicht so alt, aber beide sind in Silikonform gegossen worden und wenn die Formen nicht komplett voll sind, bekommt ihr hier an der Seite so einen relativ scharfkantigen Rand. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich eher schwierig sehen in der Kamera, aber er ist da. Das heißt, hier am Rand ist das Ganze recht scharfkantig. Man kann das Ganze wegschneiden mit einem Cuttermesser, wegfeilen, wenn man möchte. Aber ich zeige euch in diesem Video eine Möglichkeit, wie ihr das auch gut abschließen könnt, ohne irgendwas zu feilen. Genauso auch in diesem hier. Ist auch relativ scharfkantig. Und das Beste, wenn ihr so einen Rand habt, ist, wenn er wirklich komplett ringsrum geschlossen ist. Wenn er irgendwelche Lücken hat, dann gibt es so einen anderen Trick, was man machen kann. Dann nimmt man am besten so ein bisschen Klebeband, macht das außenrum, dass man eine neue Barriere hat und kann dann denselben Trick mehr oder weniger anwenden wie jetzt. Da unser Rand hier ringsrum aber relativ stabil und durchgängig ist, können wir das auch direkt machen. Bei diesen großen Formen ist es vielleicht nicht ganz so notwendig, weil man ja eher größere Sachen draufstellt, wenn man überhaupt etwas draufstellt. Aber gerade bei den kleineren Formen, wie diese Coaster zum Beispiel mit der kleinen Silikonform, da kann es natürlich schon sein, dass man wirklich einen runden, schönen Rand haben möchte. Das kann ich euch auch mal in einem anderen Video zeigen. Die Form habe ich selber noch gar nicht benutzt. Aber sei es erstmal drum für dieses Projekt. Was wir hierfür nehmen, ist natürlich unser Resin. Ich habe hier unser ganz normales Allzweck-Resin, nenne ich mal so, genutzt. Ihr könnt auch das hitzebeständige oder das kratzresistente Resin nehmen, also das H- oder das T-Resin, wie ihr das möchtet und wofür euer Projekt auch benutzen möchtet natürlich. Nehmen wir es als Untersetzer für Tassen zum Beispiel, also die kleineren vielleicht, dann ist das hitzebeständige natürlich gut. Wenn es eher für Gläser etc. sein soll, könnt ihr alle Resins nehmen, kein Problem. Was ich gemacht habe, ist einfach etwas Resin angemischt. Das ist klares Resin, da ist nichts weiter drin. Ihr könntet jetzt noch Glitter oder sowas reinmachen, wenn ihr wolltet. Allerdings verdeckt das natürlich dann ein bisschen euer Design. Also da würde ich dann entsprechend aufpassen. Bevor wir loslegen, nochmal sauber machen. Ich habe da am liebsten handelsübliche Feuchttücher. Die findet ihr meistens in den Drogerieabteilungen. Und die sind leicht feucht. Die sind perfekt, um irgendetwas sauber zu machen. Damit gehe ich immer noch mal drüber. Zum einen, um eventuelle Fingerabdrücke zu entfernen, die man mittlerweile drauf hat. Oder auch Staub, Fusseln, was sich so im Laufe der Tage auf eurem Projekt absetzen könnte. Dann nochmal abtrocknen oder ihr lasst es einfach von der Luft trocknen. So, wenn das Ganze dann auch getrocknet ist, sauber ist, fangen wir an mit dem Resin. Einfach drauf gießen, erstmal schön in die Mitte. Macht nicht zu viel Resin am Anfang. Ihr wollt nicht unbedingt, dass es euch über den Rand, der da ist, drüber läuft. Ihr wollt, dass das Ganze an dem Rand aneckt und dann auch dort bleibt. So einen kleinen Hügel bildet und nicht über den Rand läuft. Ihr wollt quasi die Oberflächenspannung von dem Resin ausnutzen, dass ihr eine neue, schöne Schicht drauf bekommt. Aber nicht unbedingt, dass euer Resin über den Rand drüber läuft. Dann habt ihr natürlich die Nasen vom Wundertropfen da wieder, auf die ihr achten müsst. Und ihr verbraucht mehr Resin, als ihr am Ende auch möchtet. Deswegen lasst euch hier Zeit. Ihr habt ja die 30 Minuten, 45 Minuten Verarbeitungszeit. Drückt das Resin am besten mit einem Palettenmesser oder mit dem Rührstäbchen hier bis zum Rand. Lasst es dann ganz in Ruhe ausleveln. Ihr könnt auch mit dem Brenner drüber gehen, um die Bläschen rauszubekommen. Dann wird das Ganze hier erstmal ein bisschen flüssiger und verteilt sich auch einfacher. Und dann seht ihr, ob ihr noch etwas Resin nachschütten müsst oder nicht. So, ich mache das jetzt mal für die beiden Projekte, spiele euch etwas Musik ein, weil das nicht ganz so spannend ist, dazu etwas zu erzählen. Und dann sehen wir uns am Ende gleich wieder. Thank you.
So, wenn ihr die erste Schicht drauf habt, eure Ecken schön ausgefüllt sind und ihr seht, na, ein bisschen könnte vielleicht noch ein Resin drauf, damit es ein bisschen mehr nach oben geht, also ein bisschen mehr an diesen kleinen Hügel bildet, dann schüttet wirklich Schritt für Schritt langsam noch etwas mehr Resin drauf, dass ihr das Ganze auch steuern könnt und nicht Gefahr läuft, dass euch etwas über den Rand läuft. Zumindest wenn es passiert, so wenig wie möglich. Und ja, dann immer noch mal mit dem Brenner drüber, damit neue Bläschen, die sich vielleicht gebildet haben oder mit reingepurt wurden, mit weg sind. Und so geht das dann weiter. Ich mache das jetzt mal noch bis zu seinem logischen Ende und zeige euch dann das finale Ergebnis, wenn alles komplett ausgehärtet ist, im Abspann des Videos. Also bis dahin, viel Spaß, bis gleich. So, kurzer spontaner Lifehack. Es hat das Resin doch geschafft, so zwei, drei kleine Ecken hier zu erreichen, wo es runtertropft. Deswegen, war meine kurze Idee, machen wir das Resin kalt, dann läuft es viel weniger. Das ist ein ganz normales Eispad, Kühlpad, einfach aus dem Gefrierschrank. Das halte ich jetzt an die beiden Stellen, wo der dann gebrochen ist, einfach drunter. Nicht zu sehr drücken, dass euer Resin nicht wieder verläuft in irgendeine andere Richtung. Aber meine Hoffnung, Idee ist, dass das Ganze vielleicht dann deswegen so kalt wird, dass das Resin dicker wird, fester wird und an der Stelle nicht weiter läuft und somit auch nicht weiter runtertropft. Natürlich sind es wirklich nur kleine Stellen und das Resin, was am Ende runtertropft, wird keinen großen Einfluss haben auf das gesamte Projekt. Das ist von daher erstmal nicht weiter schlimm. Aber so kann man vielleicht das Ganze vom Tropfen stoppen. Und würde ich jetzt einfach mal so als Experiment mitnehmen und schauen, wenn es funktioniert, wäre es ja auch noch gleich ein Tipp, was ihr für eure Projekte mit übernehmen könnt. So, ich lasse es jetzt noch hier dran. Das Resin, wie ihr seht, ist gleich so kalt geworden und so zähflüssig, dass das Kühlpack direkt darunter kleben bleibt. Mal gucken, wie lange es hält. Und dann sage ich euch am Ende, ob das Ganze wirklich so funktioniert hat, wie es jetzt aktuell noch den Anschein macht. Also mal sehen. So, einen Tag später, alles fein ausgehärtet, eine sehr, sehr schöne Abschlussschicht, keine Bläschen drin, keine Dellen drin, alles sieht sehr gut aus und ich habe aufgeräumt. Es ist natürlich einiges noch runtergelaufen, trotz der Sorgfalt war eine kleine Stelle, wo die Schicht nicht komplett durchgängig gewesen ist, also die Kante und da ist es natürlich runtergelaufen, wie ihr gesehen habt. Der Trick mit dem Kühlpad hat ganz gut funktioniert, also als Quickfix, Workaround geht ganz gut und auch die Schicht ist wirklich schön geworden. Das heißt, ich habe hier keine Kante mehr, das ist alles schön abgerundet. Ich versuche das mit der Kamera nochmal einzufangen und euch drüber zu filmen. Das sieht man wahrscheinlich jetzt hier aus der Perspektive nicht so richtig gut, aber es ist wirklich schön abgerundet. Ebenso auch hier. Auch hier sind die Kanten alle weg, alles schön rund. Und eine gute Möglichkeit, eure Coaster, Untersetzer, was immer ihr gepurt habt und vielleicht einen Rand da habt, den ihr nicht haben möchtet, aber nicht dran rumschneiden möchtet, den loszubekommen. Relativ simpel, einfach, man braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl. Habt ihr gesehen, selbst bei mir hat es jetzt nicht perfekt geklappt, aber auch wenn ein bisschen Resin drüber läuft, dann ist immer noch genügend drauf, damit das Ganze schön abgerundet einen Abschluss gibt. Ja, ich hoffe, das Video hat ein, zwei Fragen von euch beantwortet oder zumindest den Kern der Fragen getroffen, die ihr mir gestellt habt. Ansonsten, wenn Fragen sein sollten, einfach Bescheid sagen, schreibt in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben für das Video, wenn es euch gefallen oder geholfen hat. Abonniert uns und wenn ihr es selber versuchen möchtet, kommt auf der Homepage vorbei und geht einkaufen. So, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Zeit, viel Spaß beim Kreieren und bis bald.